Willkommen in Melbourne. Das Qualifying für den großen Preis von Australien sollte jeden Moment losgehen. Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit ja auskennen. Das Management der Hinterreifen ist hier entscheidend. Nur allzu schnell überhitzen die Reifen und verschleißen, wenn man sich aus langsamen Kurven herausquält. Der Lotus scheint genau wie der Ferrari Schwierigkeiten mit dem Reifenverschleiß zu haben. Die meisten Teams werden auf die ein oder andere Weise ihre Probleme haben. Hat der gerade wirklich Lotus gesagt? Und wenn ja... Das Qualifying wird kein Kinderspiel, aber versuch es einfach. Ja, das werden wir auf jeden Fall. Damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Formel 1 2016. Bei Lotus gibt es gar nicht mehr. Deswegen frage ich euch nochmal, ob der hatte das wirklich gesagt. Oder habe ich mich da nur verhört? Wir nehmen so wenig Benzin, wie es nur fast irgendwie möglich geht. Also für fast 7 Runden habt ihr gerade gesehen. Und... das Ziel habt ihr gesehen, was das Team wünscht, ist auf jeden Fall, dass wir das Q1 überstehen. Alles fertig, wir sind bereit. Ich möchte gerne mit dem Setup fahren. Damit können wir keine Veränderungen mehr vornehmen bezüglich des Setups. Das Wetter ist bedeckt, das bedeutet, wir müssen hier schnellstens raus. Weil es könnte ja noch sein, dass es hier anfängt zu regnen. Mal schauen, ob wir auch sogenannte Qualifying Bugs erleben werden, wie das im Vorgänger der Fall war. Wie zum Beispiel in Austin, wo man einfach nicht vorsimulieren durfte, weil die KI dann übermenschlich gute Rundenzeiten gefahren ist. Das war quasi schon die Vorstufe zu Ultimate damals. Aber mal schauen, wie das Ganze hier vonstatten geht. Noch fahre ich auf Mager, noch möchte ich Benzin sparen. Reifen möchte ich eigentlich auch noch sparen. Der Haas hat echt so ein bisschen das Gefühl, dass er einfach nur unterstören möchte. Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Also wenn ich Q1 bestehe, dann ist es ein kleines Weltenwunder. Ja. Weil ich glaube da nicht so wirklich dran nach den momentanen Eindrücken aus den freien Trainings. Aber wie gesagt, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, wie das Qualifying jetzt einfach wird. So, Wetter sollte trocken bleiben. Den Poller braucht eh keiner. Hat das denn schon den Wagen beschädigt? Rang 15 ist vom Team gewünscht. Und wir sollen Grosjean schlagen. Also, dass ich Grosjean schlage, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Weil dafür ist die KI für mich noch zu gut. Dann wollen wir mal. Ah, Schaltung nicht ganz optimal erwischt. Auch nicht sauber. Und da kommt mir selbst mit der Aktionskontrolle das Heck an. Scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Da ist die Runde eigentlich schon versaut. Ich habe gerade gesehen, der Bottas ist auf Soft unterwegs. Gut, je nachdem, was für eine Reifenwahl sie haben, haben sie auch andere Einstellungen, beziehungsweise andere Reifen zur Verfügung. Momentan natürlich letzter mit der Runde. Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Da wollte ich zu früh auf dem Gas sein.
die Kurve nicht auch schwer anzubremsen nach dem Anfang der ersten Sektor. Sollte man die Rechtsleiter ein bisschen opfern, glaube ich. Dann ist man da schneller. Dann sagen wir mal, wie viel die langsamer sind. Neunter momentan. 1,28,2. 1,27 zwischen schwierig. P3, okay. Kannst du mir die Zeit mal durchgeben, Skalus Teamkollege? Zeit. Die Zeit sagt er mir nicht, okay. Okay, das war wieder langsamer durchfahren, die Kurve. Momentan Position 10, also entweder die KI fällt die Drehung noch nicht voll richtig auf. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Oh, das war schon fast das richtige Limit. Mit dem Reifen. Also wer deine Sau vor mir? Also das sagt ja mal alles aus. Sainz liegt hinter mir, Position 10 momentan. Alle wieder in der Box. Okay. Also es ist so das typische Qualify-Prozedere hier. Aber Grosjean auf der 3. Was hat der denn da rausgehauen? Klar, Grosjean werde ich nicht schlagen. Ich werde doch, glaube ich, nicht das Ziel erreichen. So optimistisch bin ich dann leider nicht. Jetzt gucken wir erstmal. Jetzt bin ich Rang 11. Also ich glaube, ich habe 4 Reifensätze, wenn ich es richtig gesehen habe. Sonst muss ich gleich nochmal nachgucken. Für das Qualifying. Im Qualifying bin ich immer etwas ruhiger. Da kommt es auf die eine Runde halt an. Grosjean Vierter. Der ist 1,4 Sekunden schneller. Im Schlusssektor verliere ich so viel. 6 Zehntel, 5 Zehntel, 4 Zehntel. Ich verliere überall noch. Überall verliere ich irgendwo Zeit. NASA liegt auch noch vor mir knapp. Unsere beste Runde bei 1,28,2. Was eigentlich noch zu wenig ist. Die haben ja was wollten sie dem Test haben? 27, ne? Ja, okay, die geben mir auch 2 Reifen zur Verfügung, okay? Da muss ich also hier nicht anfangen zu sparen. Und ich werde mal gleich rausfahren. Also ich denke mal, wir könnten, ja, weiterkommen werden wir nicht. Wir werden jetzt durchgereicht werden. Jetzt waren nämlich die anderen Fahrer ihre schnelle Zeit. Aber was der schon da rauszaubert über eine Sekunde noch, das ist heftig. Eine Sekunde ist noch richtig heftig. Aber der Sainz müsste auch noch schneller fahren als wir. Und mit Wehrlein und Co. möchte ich mich eigentlich so ein bisschen duellieren. Und mit dem Reifensatz werde ich, glaube ich, 2 Runden fahren. Weil selbst wenn ich nicht weiterkomme, den Reifensatz brauchen wir nicht mehr. Wir verschlechtern uns, du bist auf P13 gefahren. Ja, beruhig dich, mein Chef. Bitte beruhig dich. Ich habe auch das Gefühl, dass ich hier noch stark einlenke.
Das ist uns ja bei dem Reifenmanagement-Test ja am meisten aufgefallen. Man muss eigentlich fast optimal einlenken. Fahrer hinter mir. Sainz liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 28,6. Quer lasse ich mal lieber vorbei. Der hat nämlich auch noch keine Zeit. Man muss ja echt in dem Spiel nicht viel einlenken. Versuche es mal deutlich weniger einzulenken. Ja, wir sind jetzt auch komplett aus dem Raster gefallen. Man sieht's. Also ich kann mich kaum noch verbessern. Auf die Schlag eingelenkt. Wohl, fast 14. Reifeposition 18. Man muss hier wirklich nicht stark einlenken. Aber das ist nicht das Geheimrezept. Ja, jetzt werde ich aufgehalten gleich. Von zwei Schreithähnen. Okay, man darf die KI nicht berühren. Bei Simulation, okay. 5 Minuten noch. Das ist jetzt auch oben rechts eingeblendet, okay. Also 2/13 hätte ich noch gefunden. Aber dann kamen mir die zwei Schreithähne leider im Weg. Aber Position 18, es ist schon mal ein kleiner Fortschritt. Also weniger einlenken ist die Parole. Dann müsste ich vielleicht auch überlegen, dass ich vielleicht die Lenkradlinie doch noch ein bisschen höher drehe. Weil dann habe ich weniger, dann habe ich noch mehr Spiel. Weil, ihr habt ja gesehen, habe ich nur noch so eingelenkt, so, und mir ist es lieber, wenn ich ein bisschen mehr einlenke. Da muss ich aber wieder rum experimentieren. Das könnte aber auch der Grund sein, warum man so wenig Traktion hat, weil man zu stark einlenkt. Das könnte eine Theorie sein. Ja, kommt, repariert. Dann haben wir noch 2 Minuten 34. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. 19. Vor Rio, vor Nase und vor Pascal Wehrlein, jetzt 2/10. Ja, ich müsste ja... Wo ist denn unser Teamkollege? 10.
1,2, 1,3, ja. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,27,9. Also hiermit kann ich auch mal wieder die Frage stellen, wollt ihr Legende oder wollt ihr Ultimativ sehen? Weil 1,2, das ist ein Schwierigkeitsgrad, das haben wir ja herausgefunden. Weil Ultimate, das geht ja schon wirklich ab. Weil das geht richtig ab, weil ich scheide hier in Q1 ja aus, als 18. Aber wir hätten Potenzial, noch nach vorne zu kommen. Bottas zum Beispiel nur auf Soft unterwegs, okay. Als fast einziger. Aber ich lasse euch mal abstimmen. Ultimate oder Legende, was ist euch lieber? Lieber Kämpfe im Mittelfeld oder lieber Kämpfe im hinteren Feld? Weil das wird dann wahrscheinlich komplette erste Saison wahrscheinlich gehen. Wieso wird jetzt Button auf 22 geführt? Das ist ja falsch. Der ist doch schneller gefahren. Und war seine Rundenzeit ungültig? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ist er draußen? Oder hat er den Wagen zerlegt? Kann auch sein. Wow! Okay. Simulationsschaden werden wir auf jeden Fall anbehalten. Weil da scheint dann ja was zu passieren bei der KI. Die gerade jetzt noch ein bisschen draußen ist. Alonso ist draußen. Kwiat, Perez, Hülkenberg, Eriksson, Magnussen, Palmer, Pascal Wehrlein fährt gerade rein. Aber das erste Rennen, das werde ich noch auf Ultimate fahren. Also ich werde jetzt nicht nur den KI-Schwierigkeitsgrad runterdrehen. Jetzt ist er gerade den Frontflügel, abgefahren. Lol, Kimi hat kein Frontflügel mehr. Und ich glaube, NASA hat auch keinen mehr. Also die KI frisst sich da, okay? Da könnte im Rennen viel passieren. Und das kommt dann wahrscheinlich für euch morgen, denn das war das Qualifying. Mal gucken, ob es noch irgendwo. Der Sainz hat sogar noch eine Positionsstrafe bekommen aus dem Training. Und am Ende, ja, erreicht es für Position 18. Kimi ist sogar disqualifiziert noch worden. What the fuck? Wegen Witchcraft und ungeheitert. Ach, Button hat einen Totalschaden hinbekommen. Okay. Ist aber trotzdem vor uns und auch weiter auf der 16. Okay, hat er jetzt schon das komplette Qualifying simuliert oder wie? Naja, wie dem auch sei. 18. Platz für meine Verhältnisse. Bin ich noch relativ zufrieden. Ja, Warteposition 0. Erfolg. Gescheitert. Karriereboost 3. Wahnsinn. Ja. Ja. Nein. Na ja. Keine Rivalität. Alles klar. Hätte ich doch so sagen können. Also, was wir jetzt sehen ist, Qualifying haben wir beide abgeschlossen. Qualifying-Position hat er gewonnen. Pole-Position hat keiner von uns. Deswegen bleibt das gleich. Genauso wie Strafrad haben wir 2. Schnellster Sektor war er überall. Wohl viel hat da nicht gefehlt. 13. ist trotzdem viel. Ja. Einführung zur Teamrangliste. Deine Position innerhalb des Teams hat einen Einfluss auf die möglichen Vertragsevents. Die Kategorien sind leistungsschwach, leistungsgereicht und hervorragend unterteilt. Der Auf- und Abstieg deiner Position hängt von der Leistung im Qualifying von den Rennen ab. Jo, genau, das war klar. Jo. Und gescheitert, ja. Da kannst du aber richtig schnell unter die Räder kommen. Da kannst du richtig schnell unter die Räder kommen, wenn du da echt nicht die Bedingungen erfüllst. Hi, Emma hier. Ich wollte dir nur schnell sagen, was sich das Team im Rennen erhofft. Okay, Rennziele für die Großmeister. 7. oder besser, das wird schon schwer auf Ultimate. Gut, wenn wir die aber dann die Frontflügel und so weiter wieder abfahren, wie gerade im Qualifying oder Totalschaden kriegen, dann sehe ich da gute Chancen. Besiegen Roman Grosjean, das wird wiederum schwierig. Und Ziel für die Fahrermeisterschaft, 17. oder besser. Ja, okay, das ist noch akzeptabel, 17. oder besser. Damit haben sie mich jetzt nicht überrannt. Qualifying-Tempo-Programm abgeschlossen, gescheitert. Ja, das stimmt sogar. Mal gucken, was denn noch geht, weicher. Aber ihr könnt ja alle Nachrichten nochmal sehen, die man gemacht hat, okay. Finde ich gut. Und der Motor, der Abtrieb ist ja schon fast verbessert worden. Aber ich sehe jetzt noch keine großen Änderungen von den anderen Teams.
Wie dem auch sei, wir schließen den Laptop wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt einen Kommentar und gebt der Folge einen Daumen nach oben. Und was ist euch lieber? Jetzt bin ich mal persönlich an euch interessiert. Ultimate oder Legende? Schreibt's in die Kommentare, was euch persönlich lieber ist. Mich zum Beispiel, die Ultimate-KI natürlich lieber als die Legenden-KI. Aber ich lasse das mal ein bisschen euch entscheiden. Genau, das hatten wir noch gar nicht. Schwierigkeitsgrad, Entscheidung nach einem ersten Qualified. Aber der erste Eindruck vom Spiel ist und bleibt gut. Ich bedanke mich und sage bis zum Rennen. Mal schauen, was wir hier reißen können und mal schauen, was alles passieren wird.